Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich begrüße die lieben Steinböcke, Steinbock-Aszendenten, und solltest du dein Mond- oder Venuszeichen sowie Planetenkonstellationen im Steinbock haben, Merkur etc., so schaust dir einfach an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gerne unterhalb von dem Video in die Infobox, dort ist meine Webseite. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um, und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. Meine lieben Steinböcke, der April ist da. April weiß nicht, was er will. Der weiß, was er will. Das wird ein anderer April sein. Ja, wir hatten ja so Neumond im Widder, ja. Dann Pluto in den Wassermann, Saturn in die Fische. Also der März, der war ja, boah. Ja, also zeitweise hast du gedacht, sprich mich nicht an. Ja? Sprich mich nicht an. Das war so die Ruhe vor dem Sturm, dass man diesen Wechsel merkt. Man ist vielleicht noch manchmal so ein bisschen mittendrin, weil man merkt, das Alte ist nicht mehr, aber man will neue Wege gehen. Und bei euch ist das natürlich so, ihr haltet noch ein bisschen so auch fest, ne? an euren Werten, Traditionen, alten Dingen, alten Wegen. Aber für euch kommt ja sowieso ein super Jahr und ihr werdet auch anders agieren. Und wir wollen mal gucken, was die Hauptüberschrift ist für euch für den April. Es wird ein schönes Frühjahr. Es wird jetzt leichter. Wir spüren das immer mehr. Und das ist so Wahnsinn. Ja, und bei euch, das ist aber das alte Thema, ne? Das kennen wir schon. Ne? Ihr macht alles. Wunderbar, ne? Es läuft. Ne? Aber habt so ein Problem hier, ne? Irgendwie so Öffnung, ne? Ja, mach's doch einfach mal. Reiße die Mauern um dein Herz nieder. Gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Ich glaube, ihr könnt das geben, aber das Empfangen, da klemmt's manchmal noch, ne? So, wenn euch dann jemand sagt, ne? Aber hier geht's ganz viel Herzenergie, liebevolle Energie, mit Freude was zu tun, im Blickwinkel zu ändern, anzuerkennen, dass ihr auch wundervoll seid, dass ihr das genauso geben könnt. Ja, ihr seid diejenigen, die viel Anerkennung auch in der Arbeit suchen, und vielleicht müsst ihr in der Arbeit auch ein bisschen euer Herz öffnen und annehmen können, wenn jemand zu euch sagt, so, ja, das viel mehr Verbundenheit spüren. Das ist nämlich auch gut. Verbundenheit, fühle die Verbundenheit mit allem. Fühl dich doch mal viel verbundener, ja? Mach nicht nur dein eigenes Ding, fühl dich mit anderem verbundener und reiß diese Mauern nieder. Was kann denn dir passieren? Nix, nur schöne Sachen, ja? Und das ist doch schön. Wir wollen mal gucken, was dazu ist. Ich habe mich heute für das Tiertarot entschieden, weil es den ersten so prickelnde Namen, also wir wollen ja auch ein bisschen lernen und üben, ne? Manche Tiere kennst du gar nicht. Und es sind immer schöne Botschaften. So, wir wollen mal gucken, was sind die Botschaften von dem Tiertarot 2 und nach 1. Es läuft, wir haben 2. Hm? Dann nehmen wir auch die 2. Hm. Ja, aber ach, die Unterkarte ist das Ast des Sommers. Es soll blubbern, meine Süßen. Das ist das Ast der Kelche. Was haben wir denn alles? Ha? Ja, so. Sehr schön. 5 des Sommers. Gehen wir mal raus aus der Nummer. Ha? Was haben wir denn hier? Hier haben wir die Libelle. Die kennen wir ja. Ne? Ist immer schön, wenn Libellen irgendwo rumfliegen. Seien Sie gewahr, dass Gott Sie liebt und immer nur das Beste mit Ihnen vorhat. Eine positive Sichtweise macht es viel leichter, sich von den kleinen Rückschlägen des Lebens zu erholen, damit sie wieder weiter vorwärts schreiten können. Also, das ist so, reiße die Mauern um dein Herz nieder. Das haben wir doch alle schon gehabt, dass wir mal irgendwas gehabt haben, egal ob es in Partnerschaften war oder ob es in der Arbeit war, im Freundeskreis, ja, im Allgemeinen. Dass man traurig war, das ist auch so eine Traurigkeit. Und dann baut man so eine Mauer auf und denkt, du kommst hier nie mehr rein. Du nicht, du kommst hier nicht rein, ja. Und eigentlich ist es totaler Quatsch. Und dann hat man manchmal so Gedankengänge, dass man denkt, na, der andere denkt das und das oder die Kollegin denkt das und das. Geh doch mal sympathisch auf die Menschen zu. Öffne dein Herz und sei einfach lieb, ja. Was soll passieren? Du kommst was ganz anderes zurück. Das sind alte Energien, die wollen jetzt aufgelöst werden. König des Winters, vielleicht hast du jemanden an deiner Seite, der so ist, aber den Buckelwald, den kennen wir auch. Ne? Ja, Buckelwald. Hm. Intelligent, vorurteilsfrei, angesehen, emotionslos. Ja, das ist das Problem, emotionslos. Vielleicht bist du das auch, ja? Es ist sehr wichtig, dass sie diesmal klar und deutlich kommunizieren. Objektiv und sachlich bleiben und sich so professionell wie möglich verhalten.
Falls Sie einen Rat benötigen, wenden Sie sich an einen erfahrenen Experten. Ja, da ist vielleicht irgendeine Traurigkeit und du musst hier noch irgendwas abschließen oder willst hier was anderes machen. Und da darfst du richtig klar kommunizieren. Und es kann aber auch sein, du hast so Menschen an deiner Seite, ja. Und da ist immer viel Klarheit, viel Struktur, ja. Kann dein Chef sein, kann sonst was sein. Wir gucken mal, in welche Richtung das gehen soll. Und da kann man manchmal vielleicht was nicht zulassen. Das kann sein. Der Mond ist doch süß. Jetzt kommt doch das Schöne. Was haben wir denn hier? Den Lux, den kennen wir auch, ne? Hm? Es ist wichtig, dass Sie Ihrer Intuition vertrauen. Ne? Kannst du das noch? Hm? Selbst wenn Sie sich unsicher sind, was passieren wird, es wird sich schon bald offenbaren. Es ist also unnötig, sich Sorgen zu machen. Hm. Vertrau dir wieder. Sei angebunden. Wenn du sagst, oh, ich fühle mich richtig gut, wenn ich das jetzt tun würde, dann machst du einfach. Ja? Das ist das. Du musst hier und hier, ich fühle mich gut. Und dann hast du was ganz Süßes. Auch das ist was ganz Süßes. 10. Herbstes, Kohle fließt. Aber auch viel mehr. 10. Herbstes, Golden Retriever. Das ist ein ganz toller Hund. Ich habe ja auch einen Hund, ne? Ich habe einen russischen Terrier. Großen. Und der ist etwas kleiner, aber das ist eine ganz liebe Rasse, wie meine. Ist auch eine Liebe, ne? Ihre Zufriedenheit entspringt der Gewissheit, dass Sie und Ihre Familie finanziell abgesichert sind. Also hier geht es ums Finanzielle, hier kommt was. Es ist wichtig, die Traditionen zu ehren und stolz auf das Erbe und die Errungenschaften Ihrer Vorfahren zu sein. Das machst du bist ein Erdzeichen. Du hast deine Werte, du hast deine Traditionen. Vielleicht weichst du ein bisschen davon jetzt ab, weil du merkst, es hat nicht so funktioniert, du warst traurig, du hast vielleicht was übernommen, alte Glaubenssätze, die in diese heutige Zeit nicht mehr passen, das kann durchaus sein. Aber du bleibst dir selber treu. Es geht hier einfach nur darum, dass du nicht so viel mit dem Kopf machst, sondern dass du einfach es mal wieder blubbern lässt. Und das Ass des Sommers ist, ja, hier soll was Neues kommen. Hier soll, na, könnte auch eine neue Liebe sein. Oh, ist eure Karte runtergefallen, es tut mir leid. Jetzt wollen wir mal gucken, was das Tarot zeigt. Also, ja. Eine neue Liebe. Es liegt schon hier. Oh, irgendwas klemmt noch. Was passiert denn hier? Ritter der Kelche als Unterkarte. Hier kommt was Schönes auf euch zu. Aber hier ist was. Hier ist in der Mitte was. Ich sag mal so, hier klemmt was. Ich zeige euch das mal. Der König der Stäbe, das ist ein Mensch, der Prinz Charming lässt grüßen, kam, sah und siegte, ich komme jetzt. Er neigt manchmal ein bisschen dazu, also Schütze, Witter, Löwe. Denn manchmal hast du so das Gefühl, ein bisschen oberflächlich, ja. Oder so charmant, aber das macht er mit jedem, ja. Und dann denkst du, oh, ey, geht gar nicht. Also kann ich nicht mal festhalten. Ne? Kann ich jetzt mal sagen, wir machen das so. Und dann hat er wieder 1000 andere Gedanken. Das ist aber ein kreativer Mensch, der geht vor. Der hat auch Mut. Ja? Der hat auch Mut. Der will sein Ding durchziehen. Ja? Aber der ist auch manchmal so, ich ziehe das jetzt durch. Ne? Das Ass der Kelche ist eigentlich so, hier ist jemand und hier kann was überblubbern. Hier kann auch was, ich gehe auf alle Bereiche erstmal ein. Ne? Das ist Freundeskreis, das ist Kollege, das ist dein Partner oder ist eine neue Liebe. Hier soll vielleicht auch eine neue Liebe in dein Leben kommen. Ja? Bei euch spielt vieles da eine Rolle. Ja. Das kann aber nicht sein, das geht nicht. 7 der Schwerter. Also entweder ist es so, ihr habt ja schon mal eine neue Liebe kennengelernt und der Bruder hat sich da einfach mal so ein bisschen vom Acker gemacht, da war Lug, Betrug, da war irgendwas, wo ihr gesagt habt, das war aber unehrlich, das war Unehrlichkeit vom Feinsten, ne? Also dass sich hier jemand davon geschlichen hat und da ist irgendeine Wunde bei euch geblieben, das kann durchaus sein. Das kann auch in der Arbeit gewesen sein, dass ihr gedacht habt, oh Mann, das ist eine tolle Zusammenarbeit mit diesen Menschen, also eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit. Ja, und dann habt ihr gemerkt, also, was ist denn mit dem? Entweder habt ihr einen falschen Blickwinkel auf den Menschen gehabt und habt dem was unterstellt, was gar nicht der Fall ist, weil ihr gedacht habt, ne, der ist so. Oder es sind Wunden aus eurer Vergangenheit, die noch da sind. Ja? Oder es passiert gerade, das wisst ihr. Hier soll es aber darauf ausgehen, auf eine feste Basis, auf ein festes Fundament. Ja?
Und ich glaube, hier soll das wieder in euer Leben kommen, dass ein festes Fundament entstehen kann. Also die vier Säulen, das ist so Familie, ja, das ist Arbeit, das ist Freundeskreis, das ist Glück zu Hause, das ist Glück in euch selber. Hier soll was entstehen, ja. Aber hier war noch mal so eine Sache, wo ich sage, da hat noch mal kurz was gestockt, ja, oder stockt immer noch. Hier kommt der Page der Münzen, hier wird euch was angeboten. Das ist immer so, hier kommuniziert man über was, wo was entstehen kann, ja, wo das auch finanziell irgendwo ist, wo man eine Basis findet, wo was wachsen kann. Und das kann aber auch die Lernkarte für euch sein. Vielleicht wollt ihr was Neues dazulernen in eurem Job, das soll eine feste Basis werden, ein fester Vertrag, liegt ja alles da, kann alles passieren. Aber da ist noch was in eurem Selbstwert noch nicht so weit ist, dass ihr so blindlings einfach vorschießt. Und die Hohe Priesterin sagt, eigentlich ist alles von oben geschickt, du sollst was erkennen. Und die Hohe Priesterin ist ja Herzenergie. Aber das ist auch so noch dieser Nebel, man weiß das nicht, das sind Geheimnisse. Ja? Und ihr vermutet vielleicht viel Geheimnisse, weil ihr nicht wisst, was dahinter ist. Aber die Hohe Priesterin sagt immer, wo ist dein Herz? Hier. Und deine Intuition, du darfst vertrauen. Es ist, als ob das so geschickt ist, was jetzt kommt. Also wir gucken mal, was das hier ist. Wir gucken mal erstmal, was das hier ist. Manchmal ist es auch so, dass man, ich sag mal so, es müssen nicht immer Menschen schlecht sein, aber manchmal denkt man, die sind so, weil die eine Verhaltensweise an Tag legen, weil man was erfahren hat und so weiter und dann stuft man jemand so ein. Und das sollte man eigentlich nicht tun. Was ist denn hier mit unserem König? Ja, das ist der Typische. Kam, sah und siegte und ihr schützt euch. Hier ist jemand auf Erfolg aus. Aber irgendwas bremst noch. Irgendwas bremst noch, sage ich mal so. Man will erfolgreich sein. Ihr wollt vielleicht auch mit den Menschen erfolgreich sein. In jeder Art, ne? Kollege, alles sowas. Aber irgendwas bremst euch noch. Ich sag mal so, der Erfolg liegt da. Der richtige Weg liegt da. Aber, stopp, ja. Als ob ihr so... Er vertraut euch noch nicht. Ihr könnt noch nicht so richtig das zulassen. Was ist das Ast der Kelche? Was ist das? Die Unterkarte ist ja auch das Ast der Kelche. Also hier blubbert es an allen Ecken. Ja, das Rad des Schicksals kommt doch mal zur Hilfe. Und das Ast der Schwerter. Ja, hier, kommuniziere klar. Hol dir doch mal Informationen. Frag doch mal. Sag doch mal, was du möchtest. Ja, mach's aber liebevoll. So, und das ist eine Chance für einen ganz großen Neubeginn hier. Einen ganz großen. Und das Rad des Schicksals ist immer so, das kommt plötzlich, das kommt unerwartet, kommt hier was ganz, ganz Liebevolles auf euch zu. Also da blubbert es regelrecht und das kann auch in eurem Job und irgendwas sein, wo ihr was kriegt, aber sagt, das mache ich nicht. Ne? Da habe ich schon mal was gehört, das könnte gut werden, aber ich weiß nicht, ob ich mit in der Abteilung arbeiten kann oder mit dem Arbeitgeber oder ob ich mit dem befreundet sein kann, alles so eine Sache. Das Schicksal macht das aber, das kommt plötzlich unerwartet, ein glückliches Ereignis, was euch dazu auffordern wird, die Mauern um euer Herz niederzureißen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was sind denn die sieben der Schwerter? Manchmal ist es ja auch wirklich Gedankengut, die ist runtergefallen, ich sehe sie nicht. Also was runterfällt, nehmen wir nicht. Ne? Das sollte nicht für euch sein, sag ich immer. Ja? Ja. Na? Ihr habt es mit Feuerenergie zu tun. Ich habe vier Karten, ne? Aber die vier Karten nehme ich. Also, ja. Es kann ja irgendwas sein, ja? Es kann ja irgendwas sein. Aber ich glaube, das ist so. Fünf der Schwerter, das ist der Kampf gegen Windmühlen, das sind die Ego-Kämpfe. Ich glaube, bei den schönen Kombinationen ist es nicht so, dass da wirklich so extremer Lug und Betrug ist. Das ist so, da hat man was gehört. Oder der sagt was und ihr empfindet das, weil ihr so im Kopf seid, weil ihr so strukturiert seid, empfindet das ganz anders, wie derjenige das sagt. Hier geht es darum, seinen Kopf durchzusetzen. Und hier hat man vielleicht diskutiert und gestritten und hat der andere gesagt, das mache ich nicht. Und der ist einfach weg. Und ihr denkt, na, ich wollte doch was aufbauen, aber ich wollte erstmal Klarheit haben. Ja, sprecht doch klar. Vielleicht habt ihr das nicht gemacht. Und da ist sowas entstanden. Hier sind Missverständnisse, ganz eindeutig Missverständnisse. Und das ist in 10 der Stäbe, das ist Bürde, Last. Man hat sich das selber auferlegt und. Und man kann da mal rausgehen. Schwertenergien, ne? Das ist immer so Kopfenergie. Ganz viel Kopfenergie.
Und wenn der, wenn es im Kopf kreiselt und man hat ganz andere Gedanken, als was derjenige eigentlich wirklich will, und man kämpft so gegen Windmühlen, nee, wir machen das so, wie ich das will, und der sagt, nee, ich mach das so oder gar nicht. Ja, und du denkst so, oh, der ist Hinterlink, ja, gar nicht. Das ist Bürde und Last. Man hat sich hier selber was auferlegt, weil man nie klar gesprochen hat. Und hier soll aber was Schönes kommen. Und ich habe den Eremiten und die Königin der Stäbe. Und das ist ganz einfach so, man geht nochmal in seinen eigenen Rückzug, um mal den richtigen Weg zu erkennen. Ja, und dieser Mensch, ob König oder Königin, hier reißt euch jemand mit. Hier will jemand. Und hier spürt ihr auch, dass hier ein innerliches Feuer bei euch entfachen. Ja, manchmal ist das ja so, entfachen kann. Und das ist doch schön. Kann auch wirklich, also im beruflichen Bereich kann hier was ganz Tolles sein. Seid mal nicht so misstrauisch und unterstellt nicht so viel. Ja? Das ist so, wenn man im Kopf ist. Ne? Vierte Stäbe, feste Basis. Ja, natürlich, natürlich, ja. Naja, ich weiß nicht, ob meine Erwartungen erfüllt werden können. Das schwingt noch so ein bisschen mit. Ich weiß nicht, ob meine Erwartungen erfüllt werden können. Nachher ist das anders. Das sind alte Energien von früher. Ihr denkt so, das funktioniert nicht, ne? So, und ich muss euch aber sagen, die Neuen der Kelche sagen ganz einfach, natürlich wirst du wieder glücklich sein. Du lässt den alten Schmerz mal hinter dir. Diese emotionale, die dich da irgendwo in eine Ecke geschoben hat, dass du dein Herz verschlossen hast und dass du nur noch deinen Kopf benutzt, ja? Dass du es strukturiert angehst. Ich sag mal so, die drei der Schwerter durchbohrt nicht irgendwas. Manchmal ist das auch so eine Karte, dass man so, ja, so mit sich selber, ja? Und das geht aber raus, weil hier soll das Glück wiederkommen. Lasst euch drauf ein. Ja, das ist ein guter Vertrag. Das sind Ängste, was ihr habt. Das sind Ängste. Alte Ängste. Page der Münzen. Was kommt hier? Was kommt hier? Vielleicht wechselt ihr auch die Abteilung oder irgendwas, ja? Kann ja auch sein, euch wird was anderes angeboten. Das sind die neuen Möglichkeiten jetzt, ja? Page der Stäbe. Hab Mut, geh vorwärts, ja? Du kriegst hier was, hier wird über irgendwas gesprochen und du bist neugierig drauf. Du bist total neugierig drauf. Und es braucht nur so einen Schubs, ja? Das ist auch so ein bisschen feurige Energie, leidenschaftliche Energie. Und dann habe ich die Sterne. Die Sterne, das ist von oben geschickt, das ist Wunscherfüllung pur. Ja, du kannst dich drauf einlassen, folge deinen Träumen und Wünschen, aber mit Herzenergie. Wunderbar. Was sagt die hohe Priesterin zu euch? Na, ihr habt ja wirklich, ja, das hat man doch schon mal bei euch. Das hat man schon mal bei euch, ja. Ich brauche ja auch nicht viel. Weil ich kann euch sagen, die hohe Priesterin sagt, Page der Schwerter, das sind Nachrichtenkarten, das sind Beobachtungskarten. Kann sein, dass euch jemand auch so beobachtet, ein bisschen guckt, ne. Aber jetzt nicht schlimm. Das ist aber auch so die Lernkarte, ja, dass man will. Aber hier ist auch eine Kommunikation, schnelle Kommunikation. Und sechs der Schwerter ist Umzüge reißen, auf zu neuen Ufern, ja, in ruhige Gewässer ziehen. Hab Vertrauen, hab den Mut, öffne dein Herz, es wird sehr gut. Egal, was ihr machen wollt, beruflich, traut wieder, vertraut wieder, ja. Sagt, seht den Menschen, mit dem ihr da redet, mit anderen Gesichtspunkten, ja. Und sechs der Schwerter ist, ihr werdet hier in ruhige Gewässer gehen, es kann sein, dass ihr was ganz Neues anfangt, das muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass ihr in einer alten Firma, in einem alten Bereich, gerade was die Arbeit betrifft, eine neue Ausrichtung findet. Weil vielleicht irgendwas wegfällt und was Neues dafür erschaffen wird. Und man will euch dazu mitnehmen. Und ihr denkt so, dann wird das irgendwie das Vertrauen und dann bin ich nicht gut. Nee, es passt alles. Reise deine Mauern mal nieder. In der Liebe ist es ganz einfach so, hier ist ein sehr stürmisch-feurischer Mensch. Mond, Witter, ich selbst fange schon an, also Witter, Schütze, Löwe. Ich wollte nur sagen, Mond, Venus, Aszendent, Planetenstellung. Der geht vorwärts, das ist Prinz Charming, der sieht meist auch sehr gut aus. Der, ja, der lockt euch so ein bisschen, der lockt euch, ne? Der will erfolgreich sein. Ihr eigentlich auch. Ja, aber man schützt sich. Ja. Ihr sagt so, ob ich dem vertrauen kann und was über den geredet wird, nur ein Beispiel, aber irgendwie blubbert es, ist blubbert, ja. Es ist wie so eine neue Liebe, und wenn er den schon kennt, verliebt man sich neu, irgendwas passiert hier.
Man muss aber klar sagen, was man möchte. Hier wird er aufgefordert, klar zu sagen, was ihr möchtet. Nicht rumzueiern. Ja? Und wenn ihr denkt und wenn ihr sagt, ich habe über dich was gehört und weißt du, das macht mich ein bisschen unruhig, dann ist das eine klare Ansage an den, dass er sich auch mal bekennen darf. Aber das Schicksal bringt hier irgendwas. Ich glaube, das Schicksal bringt euch hier einen Menschen. Oder bringt diese Situation, dass ihr so blubbern tut. Ja? Tja, und dann kommen diese Kopfkämpfe. Naja, ich will das aber so. Und der sagt, ich will das aber so. Gerade in der Liebe, ne? Ja, und ich habe so eine Bürde und Last. Und ich weiß da nicht, ob ich vertrauen kann. Und ich habe gehört, dass da schon mal was war, Lug und Betrug und sowas, ne? Also man kämpft hier irgendwo, kopfmäßig. Aber ihr geht hier in euren Rückzug und ihr werdet hier einiges erkennen für euch. Und dieser Mensch schafft es, und das ist der Punkt, in euch, in der Leidenschaft, in Feuer hervorzuholen, dass ihr viel mehr selbstbewusster werdet, dass ihr vorwärts geht, dass ihr euch wieder traut und dass ihr euer Herz widersprechen lasst. Das ist so. Ja, und vielleicht hattet ihr schon mal eine feste Verbindung gehabt, eine Ehe, eine feste Partnerschaft, die mal kaputt gegangen ist, wo man ein bisschen Angst davor hat. Aber hier soll es in eine feste Sache gehen. Ihr macht nochmal, ich nenne es mal so einen Boxenstopp, einen ganz kurzen Boxenstopp, ja, ist so. Und sagt, ja, ich bin ja glücklich, aber warte mal noch. So sehe ich das, ja. Ihr werdet es noch nicht ganz zulassen. Hier werden Gespräche geführt, hier baut man das langsam auf, hier ist die Neugierde geweckt, hier hat man Lust darauf, die Sterne. Ihr wisst, dass das eure Wunscherfüllung werden kann. Und dann kommt die hohe Priesterin, die von oben das schickt, gerade in der Liebe ist das fantastisch. Und die sagt, na mach's doch einfach, beobachte doch mal, was ist denn da, ja? Ja, und dann kann das relativ zügig gehen und ihr könnt gemeinsam auf zu neuen Ufern in ruhige Gewässer. Es wird eine ganz tolle Zeit werden und es wird eine Partnerschaft sein, die euch sehr, sehr gut tut. Weil hier ist was, was euer Herz öffnen wird. Lasst euch drauf ein, meine lieben Steinböcke. Also ich muss es ganz ehrlich sagen, ihr habt es explizit zu tun mit Schütze, Widder, Löwe. Dann habe ich einen Wassermann, dann habe ich eine Jungfrau. Habe ich noch irgendwelche anderen Energien? Dann habe ich noch Wassermann, Zwilling, Waage. Ich habe wenig Kelch-Energie, bedeutet aber nicht, dass ihr es nicht zu tun haben könnt mit Fisch, Krebs oder Skorpion. Ach doch, die hohe Priesterin ist Fisch, ne? Fisch. Aber es sind alle Sternzeichen. Ihr merkt ja, wie der Mensch ist. Hier, ich sag mal so, entflammt was und hier ist Prinz Charming auf dem Weg. So nenne ich das. Wow, das ist die neue Zeit, seid leichter. Ja. Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Was sagen die Engel der Liebe? Ja, religiöse Faktoren. Ja, das ist euer Karma. Das ist euer Karma. Religiöse Faktoren ist immer so, so wie du erzogen bist, so soll das sein und so war das. Und vielleicht konntet ihr bei bestimmten Sachen nicht abweichen. Das kann ganz viel sein. Es kann ja jemand sein, der von weiter her kommt oder so. Oder das kann jemand sein mit einer anderen Nationalität und ihr sagt, das geht für mich gar nicht. Oder ihr sagt, ich will immer eine Ehe haben. Immer. Ja? Und der andere sagt, naja, aber lass uns doch einfach nur eine gute Verbindung. Ja? Das sind so eine Faktoren, dass man irgendwas noch mitnimmt, ja. Und religiöse Faktoren ist auch Karma und es kann auch jemand sein, den ihr schon kennt und der wieder, das ist immer so, hallo. Ne? Ja, und dann kommt aber das, der bringt euch dazu. Der wird mit euch alles eingehen, bleibe aufgeschlossen. Das muss ihr noch hinlegen, aber erstmal das. Verspieltheit. Ihr werdet locker sein, romantische Gefühle kommen zurück. Du wirst strahlen, ja, du wirst strahlen und dann, darauf geht's hinaus. Na, er ist anders, natürlich ist er anders. Er unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Aber da ist so eine Anziehungskraft, da kannst du nicht Nein sagen. Also lass es zu. Hier kommt was Schönes. Ihr blubbert euer Herzlein wieder, meine Süßen. Ach, das wird ein schöner April. Glaubt mir das. Der April ist wirklich, der wird schön. Es wird ganz anders sein. Wir gehen in eine neue Zeit. Ja? Seid froh, dass ihr dabei seid. Und dass ihr jetzt so viele Dinge auch mal verändern könnt. Ich finde das wunderbar. Und ihr werdet das zulassen. Weil ihr habt ein tolles Jahr für euch. Was sagen die Herzorakel zu euch? Was sagen die Herzorakel? Was sagen die Herzorakel? Ja, vielleicht lasst ihr erstmal nur eine Freundschaft zu. Ja? Vielleicht sagt ihr, ja, mal gucken. Und hier wird aus Freundschaft Liebe. Und Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Und die Unterkarte ist, die zeige ich euch ja immer mit, die Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Ihr nähert euch hier an. Ihr könnt gut miteinander reden, freundschaftlicher Umgang. Man lässt jeden seinen Freiraum, ja. Das ist ja wichtig.
Und du hast ein perfektes Gegenstück gefunden, obwohl er ganz anders ist. Und das ist doch klasse. Oi, oi, oi. Das wird ein schöner Monat, meine lieben Steinböcke. Zum Abschluss habe ich ja immer ein neues Kartendeck. Und heute habe ich mich entschieden für, das ist die neue Zeit jetzt. Und deswegen, du bist ein Wunder für diese Welt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die Botschaft für dich wundervolles Wesen ist. Ja? Oh, ist das schön. Das ist so eine schöne Energie im Moment. Also ich finde, das ist eine wundervolle Energie. Eine Botschaft bitte, eine Botschaft. Eine. Ja, ich sag mal so, ich ziehe auch eine dann. Wenn ihr, habt ihr jetzt Glück gehabt, sonst hätte ich eine gezogen. Was haben wir denn? Ich bin liebenswert. Na klar bist du liebenswert. Jetzt reiß da mal deine Mauern nieder. Du bist da nichts anderes. Liebe dich, wenn du müde bist. Liebe dich, wenn du wach bist. Liebe dich, wenn du durcheinander bist. Liebe dich, wenn du am Boden bist. Liebe dich, wenn du dich erholt hast. Lieb dich einfach selber. Ich sage immer so, lieb dich doch. Ist doch vollkommen egal. Wenn du schlechte Laune mal hast, solltest du nie haben, solltest immer wieder rausgehen, sollst irgendwas Schönes dir vorstellen oder machen. Aber wenn das ist, das bist doch du. Du darfst dich da trotzdem lieben, ja? Du bist doch was Wundervolles. Und ich sage immer so, das Einfachste ist, nimm dich doch mal selber in den Arm. Nimm dich doch einfach mal selber in den Arm. Das ist so, hab dich doch mal selber lieb. Dann öffnet sich das viel einfacher. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Monat. Der wird toll. Lasst die Liebe wieder zu. Lasst das Herz mal wieder Luft holen da draußen. Ja? Es wird wärmer. Also ihr könnt jetzt wieder mal Luft holen lassen, euer Herz. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank für eure Kommentare, ganz lieben Dank allen Abonnenten und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao.